In diesem Video seht ihr die 10 bittersten Momente, die ihr in F1 Games erleben könnt oder die ihr hoffentlich noch nie erlebt habt. Nummer 1. So Leute, ihr wisst Bescheid, wie es heute Abend läuft. Wir wollen wieder ein faires Ligarennen sehen, keine unnötigen Crash bitte verursachen. Und denkt bitte dran, da gibt es noch den einen Bug. Da sind die Reifen ja noch 70 Grad, also richtig kalt die Dinger. Deswegen gibt es auch keine Einführungsrunde. Rennstart ist dann um 19:58 Uhr. Also bitte nicht weiter drücken, bis jeder seine Strategie eingestellt hat und natürlich sein Setup auch angepasst hat. Also viel Spaß euch. Oh, ich bin auf X gekommen. Nein, die Session beginnt in 27 Sekunden. Ich muss noch mein Setup laden. Nein, wo ist mein Setup? Autoeinstellungen, rein in die Auto... Benutzer definiert, wo sind meine Autoeinstellungen? Wo sind meine Auto... Shit, ich muss das alles jetzt manuell einstellen. 12 Sekunden, Frontflügel, Heckflügel, 10 Sekunden, Reifendrücke, die waren ganz hoch, die waren ganz oben, ganz sicher. Radaufhängung. Wo ist mein Bremsdruck? Nein, 3 Sekunden, 2, 1, no, nein! Der Moment, wenn jemand versehentlich zu früh bereit drückt. Nummer 2. Junge, was war das für ein nices Rennen bis jetzt? Das wird eine richtig gute Aufnahme. Das kannst du so direkt dann auf YouTube hochballern. Jetzt noch einen richtig, richtig strongen Move machen. Lange gerade. Jetzt komm, mach noch den einen Move. Jetzt vielleicht außen. Außen rum. Komm, Kurve 1 außen rum. Jawohl. Boah, das wird richtig nice. Und jetzt der S auf. Oh, Patrick. Leicht sind's Fehler, zu früh der S geöffnet. Oh, Gott sei Dank gibt's in Formel 1 Spielen die Rückblende. Da kannst du da zurückspulen, wo du warst und den Fehler wieder rückgängig machen. Let's go! Oh, come on. Moment. Zurück. Nein. Oh, an die falsche Stelle. Der Moment, wenn man an die falsche Stelle zurückspult. Nummer 3. Jo, Brudi, dann lass mal schnacken, welche Anfängerlobby wir heute zerstören. Anfängerfreundlich, 5 Runden, let's go. Ihr seid solche Loser, Junge. Ihr werdet eh alle keine Chance haben gegen mich, Junge. Ich bin eh der schnellste Fahrer hier überhaupt. Let's go. Ja, come on, ihr drei. Was wollt ihr gegen mich machen, ha? Huh? Was wollt ihr machen? Ha, wetten, ihr schießt euch bei... Junge, ihr seid solche Blueser Boys. Was ist los mit euch? Jo, und was machen wir mit dir? Was machen wir mit dir, Junge? Und, sollen wir dich... Der schießt sich selber ab. Oh Gott, ist das langweilig hier vorne. Mann, da kann ich sogar freihändig fahren. Mit meinen Füßen hier durch Eau Rouge lenken. Lass mal kurz nebenher noch die Formel 1 Stecktabelle machen. Wo war eigentlich Perez nochmal aktuell in der WM? Glaub 5. oder? Lass mal hier reinstecken. Jo, das passt, glaube ich. Oh, Junge, da kommt einer. Ach komm, letzte Runde, noch ein bisschen Action, oder? Ach komm, den lassen wir kurz vorbei. Ah, der weiß doch ganz genau, dass ich jetzt DRS haben werde auf die lange Gerade nach Eau Rouge. Brudi, an dir werde ich so schnell wieder vorbeiziehen wie ein Düsenjet an Naomi, Junge. So, let's rausfahren. Let's go, letzte Runde, Leute. Rein geht's in Eau Rouge. Dich kriegen wir. Komm, los. Durch. Jawohl, come on. Jetzt hoch. Los, DRS auf. Der ist auf. Komm. Come on. Komm. Komm her. Oh. Come on. Ein paar Kurven sind noch. Den kriegen wir schon. Nein. Der Moment, wenn man zu überheblich ist. Nummer 4. Ja, Mann, das wird eine richtig gute Qualifying-Runde dieses Mal. Junge, wir haben Lila im ersten Sektor, Bestzeit. Und das im Haas, Junge. In der 10. Saison sind wir jetzt endlich fähig, mit einem Haas auf die Pole zu fahren. Let's go. Lass uns die Pole holen. Jawohl, Junge. Das war eine richtig gute Runde. Jetzt nochmal Haarnadelkurve.
Ja, leider zweiter Sektor grün, aber alles gut, alles gut. Wir haben sogar nochmal einen Schuss. Wir haben noch eine Minute Zeit übrig und es wird vielleicht trotzdem reichen für die Pole. Letzte Schikane, los geht's. No, diese und nächste Runde ungültig. Nein, 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 nicht im Ernst, nicht im Ernst. Nein, das wäre die schnellste Zeit gewesen. Wenn man im entscheidenden Moment verkackt. Nummer 5. Juhu, mein erstes Formel-1-Spiel. Da fangen wir gleich an. Und wir gehen direkt mal Zeit fahren und probieren mal ein bisschen aus. Welches Auto nehmen wir? Ferrari. Das ist das schnellste, oder? Ja, Ferrari. Welche Strecke nehmen wir eigentlich? Welche Strecke nehmen wir? Japan hört sich gut an. Die ist bestimmt einfach. Kann man hier sehen, welche schnellsten Zeiten andere fahren? Oh ja, stimmt, hier. Thomas Rothaar hat die schnellste Rundenzeit im Ferrari. Dich werde ich mir schnappen. Oh, oi, oi. Ist gar nicht so einfach, das Spiel. Glaube, ich muss mein Lenkrad besser festmachen am Tisch. Irgendwie kann ich nicht gut lenken so. Oh nein. 3576 werden so gespeichert. Jetzt. Rang 12.078. Noch 12.078 Leute schlagen. Ja, jetzt. Schnellster Streckenabschnitt. Nicht mehr viel Kurven. Nicht mehr viel. Eine Schikane war das noch. Nochmal schnellster Streckenabschnitt. Nochmal zwei Kurven. Drei Kurven. Letzte Kurve. Nein, du Scheißspiel. Oh. Ich mag das Spiel nicht. Der bittere F1-Game-Anfänger-Moment. Nummer 6. Bro. Okay, the underbody's taken some damage. You might start to notice it soon. Digga! Come on, you can win that place back. Och, komm schon, Junge. Ich fahr das seit F1 2010 so drüber. Es kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Der F1-Game-Curb-Moment. Nummer 7. Junge, das war das beste Rennen, das ich je in einem Formel-1-Spiel gehabt habe. Junge, und nochmal, letzte Runde gleich, der ist nochmal nebendran. Omega-Battle gegen Udo in diesem Rennen, das gab's so noch nie. Junge, so fair einfach. Und jetzt nochmal gerade, nochmal gerade. Oh, er ist immer noch nebendran. Der ist immer noch, der kommt nochmal. Parabolika auf die letzte Runde. Rein, Junge, das geht in die Geschichte ein, jo, Leute, jetzt sind wir nochmal vorne, kommt Udo nochmal, oh, der kommt nochmal ran, oder? Oh, so krass, dieses Battle, er geht nochmal vorbei. Nein, oh nein, nein. Nicht jetzt. Ja, hi, grüß dich, Patrick. Dein Ghost fährt hier rum. Bist du aus der Lobby rausgefallen? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt oder irgendwas. Keine Ahnung, Internet. Ich komm gleich nochmal rein in die Lobby. Bin gleich da, okay? Wenn die Technik im entscheidenden Moment crasht. Nummer 8. Gegen Jan müssen wir jetzt einen sehr, sehr schnellen Boxenstopp machen. Da muss alles glatt laufen. Jetzt direkt rein in die Box. Undercut, jawohl. Jetzt früh bremsen, auf die Bremse. 80 km/h. Jawohl, 54. Easy. What? Nein. Das war nicht die Linie, Leute. Die Linie war vorher schon. Ich habe rechtzeitig gebremst. Das ist nicht fair, Leute. Das ist nicht fair. Der Moment, wenn man beim Boxenstopp versagt. Nummer 9. Oh Junge, jetzt geht's nochmal Virtual Safety Car. Was ein Rennen. Das anstrengendste Rennen meines Lebens. Was ein krasses Liga-Race, Mann. Ich bin so am... Ich bin zwar letzter, aber völlig egal. Keine Zeitstrafe bei dieser Distanz. Das ist schon mal was. Das ist schon mal eine Ansage. Aber jetzt das Delta halten. Das Delta halten. Auf das Delta aufpassen. Delta, 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 Delta. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's gleich weiter. Jetzt. Nein.
Der Moment, wenn man seine Delta-Zeit nicht halten kann. Und die Nummer 10. Hallo zusammen Leute, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute starten wir meine neue MyTeam-Karriere in F1 22. Wir haben auch schon das Team erstellt und jetzt geht's gleich rein in das allererste Rennen in Bahrain. Let's go! Und das war der Start. Wir kommen eigentlich ganz gut weg. Wir haben aber sehr, sehr wenig Grip in unserem neuen Teamauto, weil das ist noch nicht sehr weiterentwickelt. Wir fahren rein in die nächste Kurve und... Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Okay Leute, das erste Rennen war jetzt nicht so gut. Wir sind letzter geworden, aber beim nächsten Rennen wird es auf jeden Fall besser. Und da fahren wir durch die nächste langgezogene Linkskurve direkt hinter den Teamkollegen. Okay Leute, auch beim zweiten Rennen lief es nicht so gut. Unsere Hinterachse ist einfach noch nicht so sehr gut unterwegs. Deswegen versuchen wir es bei Rennen Nummer 3 nochmal. Wir gehen nochmal neu rein ins Spiel. Der F1 22 Karriere Gameplay Moment. Das waren die 10 bittersten Momente in F1 Games. Wenn ihr andere bittere Momente erlebt habt, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da oder ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.